bin MD, vegan. Und ich mache leckere Smoothies und Säfte und alles Mögliche, was man aus so gesunden, pflanzlichen Zutaten herstellen kann, zum Essen und zum Trinken. Heute möchte ich einen Smoothie machen, einen Schmoosie. Meine Freundin Theresa hat mir gesagt, Schmoosie finde ich ein tolles Wort. Schmoosie, weil er so sanft ist und geschmeidig. Aus Spinat, aus Grünem. Ja? Das ist ja perfekt für einen Frühlingsanfang. Wenn der Körper noch so ein bisschen voll ist mit Ballaststoffen und Toxinen aus dem Winter, wenn man sich nicht bewegt hat und so, dann sind diese grünen Säfte und Smoothies sind einfach toll, auch Salate, ja. Die reinigen so ein bisschen den Körper raus. Und ich habe schon einige gemacht auf meinem YouTube-Kanal, meistens auf Englisch. Und ich verfeinere die immer ein bisschen. Ich fange an mit einfachen Zutaten, möglichst wenig Zutaten. Ja, das Minimum, was ich brauche, um so einen Spinat lecker zu machen. Ja, vielleicht dazu noch eine Banane oder so, einen Apfel, eine Zitrone. Ja. Und jetzt möchte ich es ein bisschen feiner verfeinern. Also ich habe jetzt Spinat, habe ich gezeigt, Banane, ja, der macht süß, eine Limette, eine Art Zitrone, ja, die ist wichtig, damit der Spinat überhaupt verdaut werden kann. Ja. Spinat braucht etwas, um die Oxalsäure den Körper von der Oxalsäure zu befreien, also dass sich auch das Eisen und das Kalzium aus dem Spinat aufnehmen können, sonst geht es gar nicht. Ja, sonst wirkt das Spinat gar nicht. Nicht so gut. Also dazu ein bisschen Zitrone oder Limette und Kurkuma. Kurkuma, ein wunderbares Gewürz, eines der gesündesten Gewürze auf der ganzen Welt überhaupt. Es gibt über kein anderes Gewürz, eine Wurzel, so viele wissenschaftliche Artikel wie darüber. Weil man wird dem Kurkuma wie ein Wunder nachgesagt. Die Inder, die wissen das seit Jahrtausenden, aber die Europäer und die westliche Medizin, die Wissenschaft erforscht das jetzt, um rauszukriegen, woran das liegt. Und die haben herausgefunden, dass man Kurkuma wirklich in einer vollen Wirkung entfalten kann, dass das Kurkumin im Kurkuma, das muss in den Körper, in die Zellen hineinkommen, um zu arbeiten, um Krebszellen zu beseitigen zum Beispiel. Ein wunderbares Mittel. Dazu braucht es aber entweder schwarzen Pfeffer oder Kokosnussmilch oder Kokosnussfett. Ich habe hier Kokosnussmilch gemacht, selbst gemacht, da gibt es auch schon ein Video dazu. Ist ganz einfach. Aus einer Kokosnuss mit einem Mixer und einem Sieb habe ich hier ein bisschen Kokosnussmilch. Hier in dem Mixer, den ich habe, ein schöner starker Mixer, da ist noch die Kokosnussmilch drin, die Reste, die brauche ich gar nicht sauber zu machen. Nutze ich einfach den alten Mixer und tue jetzt einfach mal die Zutaten da rein. Ein Spinat, eine gute kleine Schüssel voll, ja, eine Handvoll Spinat, vielleicht zwei Hände voll, ein bisschen gepresst. Die beiden Bananen, zack, zack, so geht das. Die Limette und so ein Stück Wurzel, Kurkuma-Wurzel, so ein halber kleiner Finger, kommt da rein. Mal gucken, wie es schmeckt, ich habe es noch nicht probiert. Jetzt die Kokosnussmilch, damit der Schmusi auch schön weich wird und sanft und nicht zu fest. Ich mag nicht zu dickes Smoothie. Also manchmal schon als Dessert, aber so zum Frühstück, da habe ich es ganz gerne ein bisschen flüssig. Fangen wir mal an. 1, 2, 3. Noch mal dicker machen, wenn du willst, ist ja kein Problem. Der ist schön cremig, schöne Farbe. Gucken, wie er schmeckt. Oh, sehr köstlich, sehr köstlich. Kurkuma, entfalteten ausgezeichneten Geschmack da drin, zusammen der Limette. Er ist ein bisschen säuerlich, hätte vielleicht eine halbe Limette sein können. Ich werde noch mal eine dritte Banane reintun. Da habe ich sie. Verschwinde ich kurz aus dem Bild. Einfach nur so, mal gucken, wie das schmeckt. Ja, das sollte eigentlich ein Bananensmoothie werden. Mein erster Gedanke heute Morgen war, nach dem Fasten gestern, ich habe den Vollmondtag zum Fasten genutzt, was jetzt zu empfehlen ist, dann wirkt das noch viel besser.
Ob das wissenschaftlich geprüft ist, wer weiß, aber ich bin ziemlich sicher, das ist so. Das werden wir noch rausfinden. Etwas später sind sie ja meistens. Das könnte schon reichen, es ist ein sehr starker Mixer. Neuen Löffel dazu nehmen. Oh ja, ich würde sagen, das ist in Ordnung. Die Mitte schmeckt noch ein bisschen durch, aber auf keinen Fall so sauer. Und jetzt ist es so, würde ich sagen, kann ich euch ein kleines Gläschen auch servieren. Hier. Damit ihr seht, wie schön der fließt, wie cremig der aussieht. Und ihr könnt schon fast sehen, wie lecker der schmeckt. Stimmt's? Na, wie wär's? Der steht hier für euch bereit. Ich werde ihn gleich genießen. Und wünsche euch einen wunderschönen Frühlingstag.